Herzlich willkommen zu einer neuen, ziemlich verregneten Ausgabe von FPÖ TV auf Sommertour. Unsere Reise durch ganz Österreich neigt sich langsam dem Ende entgegen. Heute sind wir in der Steiermark gelandet, bekannt für ihr Brauchtum, Kulinarik und Kürbiskernöl. Aber vor allem gilt sie seit der letzten Nationalratswahl als blaue Hochburg. Die FPÖ konnte mit 24% die SPÖ überholen und stimmenstärkste Partei in der Steiermark werden. Die steirischen Freiheitlichen haben einen großartigen Nationalratswahlkampf hingelegt und Spitzenkandidat HC Strache optimal unterstützt. Ob in der Hauptstadt Graz oder in kleinen Gemeinden am Land, überall war die Aufbruchsstimmung spürbar, die dieses tolle Resultat ermöglicht hat. Wir wollen dich nicht, weil du nur Versprechen brichst. Die Steirer schafften auch bei der EU-Wahl im Mai das stärkste freiheitliche Landesergebnis und können entsprechend optimistisch auf die Gemeinderats- und Landtagswahlen im nächsten Jahr blicken. Dazu kommt die Unzufriedenheit der Bürger mit der selbsternannten Reformpartnerschaft aus SPÖ und ÖVP mit Wowes und Schützenhöfer an der Spitze. Vor allem die Gemeindefusionen bringen die Bürger gegen Rot-Schwarz auf. Von 542 Gemeinden im Jahr 2010 sollen 2015 nur noch 288, also kaum mehr als die Hälfte, übrig bleiben. Vielfach erfolgen die Zusammenlegungen gegen den Willen der Bürger. Die FPÖ kämpft mit einer Kampagne gegen die rot-schwarze Dampfwalze. 10.000 Unterschriften wurden gesammelt und in 100 Gemeinderäten werden Anträge gegen die Zwangsfusionen eingebracht. Die FPÖ fordert bindende Volksentscheide in den betroffenen Gemeinden und unterstützt die Bürger durch die Einschaltung des Verfassungsgerichtshofs. Doch es ist, wie gesagt, nicht nur das Versagen von Rot und Schwarz, das Blau in der grünen Mark so stark macht. Es sind auch die vielen motivierten Mitglieder und Funktionäre, allen voran jene, die die Geschicke der steirischen FPÖ lenken. Er ist der Jüngste in der Spitzenriege und neu im Amt. Der 33-jährige Hannes Amesbauer ist seit dem 1. Juli neuer Clubobmann und Nachfolger von Georg Mayer, der ins EU-Parlament wechselte. Wir treffen ihn am Stuhleck. Clubobmann der steirischen Freiheitlichen im Landtag zu sein, ist eine große Herausforderung, aber auch eine ehrenvolle und spannende Aufgabe. Ich denke, in einem Jahr haben wir Landtagswahlen. Wowes und Schützenhöfer sind auf dem Abstellgleis. Diese Drüberfahrpolitik haben die Menschen satt. Gerade hier im ländlichen Raum sind wir betroffen von Infrastrukturausdünnungen, Beispiel Schulschließungen, Beispiel Krankenhausschließungen. Auf der einen Seite werden immer mehr Asylantenheime eröffnet und ich denke, die Menschen haben diese Politik des Drüberfahrens satt. Die Freiheitlichen als soziale Heimatpartei sind die klare Alternative. Wir verabschieden uns vom neuen Clubobmann und machen uns auf den Weg in die Landeshauptstadt Graz, wo wir den FPÖ-Landesparteiobmann und Landesrat Gerd Kurzmann zum Gespräch treffen. Vor unserem Gespräch darf natürlich ein kurzer Spaziergang durch die Altstadt und eine Fahrt mit der Grazer Schlossbergbahn, die seit 1894 auf den Schlossberg führt, nicht fehlen. Graz ist immer einen Besuch wert, sagt auch der Landesparteiobmann der FPÖ Steiermark, Gerhard Kurzmann, den wir im Café Rosenheim treffen. Es fällt auf, dass die Freiheitlichen bei den vergangenen Wahlen besonders erfolgreich waren. Woran liegt das? Das hat zum einen sicher bundespolitische Gründe. Der Bundestrend ist positiv und unterstützt die Entwicklung der Landespartei. Hat aber auch Gründe darin, dass wir sehr gute Politik in der Steiermark machen. Die Bevölkerung anerkennt uns, weiß, dass wir die Interessen der einheimischen Bevölkerung wahrnehmen. Wir haben ganz deutlich Nein zur Schließung der Polizeiinspektionen in der Steiermark gesagt. Wir haben eine Kampagne gestartet für unser Bundesheer und gegen ein Berufsheer. Und wir haben auch klar und deutliche Zeichen gesetzt im Landtag gegen die Zigeunerbettler, die Graz nicht nur unsicher machen, sondern wirklich also ein Problem darstellen. Also das sind einige Dinge, wo die Bevölkerung merkt, dass wir als Freiheitliche die soziale Heimatpartei sind. In der Steiermark gibt es die selbsternannten Reformpartner, SPÖ und ÖVP, die sich als Vorzeigemodell immer wieder selbst in Szene setzen. Wie beurteilen Sie die Situation? Also SPÖ und ÖVP üben den Machterhalt, haben natürlich in der Steiermark eine fixe Koalition und es wird unsere Aufgabe sein, die bei den nächsten Wahlen zu brechen. Also die Freiheitliche Partei muss stärker werden im Interesse des Landes Steiermark. Und wir sind da überzeugt, dass wir gute Wahlen schlagen werden bei den Gemeinderatswahlen im März nächsten Jahres, aber auch bei den Landtagswahlen im Oktober nächsten Jahres.
Sie sitzen als freiheitlicher Landesrat vier roten und vier schwarzen Regierungsmitgliedern gegenüber. Wie ist die Regierungsarbeit? Also ich bin nicht das Zünglein an der Waage, wie ich das gerne hätte, sozusagen einer zwischen vier und vier, sondern die haben eine sehr starre Koalition und fahren natürlich mit ihren Mehrheiten überall drüber. Im Bereich sozusagen der Ressortverantwortung rennt ihr mir nicht dazwischen. Das heißt, ich kann also viele wichtige Dinge umsetzen. Wir haben im Wahlkampf als Freiheitliche versprochen, mit uns gibt es keine Umweltzone. Die hätte die Pendler unsozial belastet, hätte die Wirtschaft belastet. Das ist mit mir als Umweltreferent nicht machbar. Wir haben dafür viele andere Maßnahmen gesetzt, die die Luft im Großraum Graz deutlich verbessert haben. Wir haben ein wichtiges Projekt auf den Weg gebracht wie den Südgürtel. 30 Jahre geplant, jetzt endlich trotz eines Sparpakets in Angriff genommen. Wir haben neue Wählerschichten erschlossen für die Freiheitliche Partei. Durch das Thema Tierschutz haben wir ganz neue objektivierte Förderungsrichtlinien für die Tierheime festgelegt. Das alles bringt der Freiheitlichen Partei in der Steiermark große Sympathien. Sie haben schon mehrmals öffentlich erwähnt, dass Sie Landesparteisekretär Mario Kunasek bei den kommenden Wahlen 2015 als Spitzenkandidat den Parteigremien vorschlagen werden. Warum diese Entscheidung? Also die Freiheitliche Partei hat gerade bei Jungwählern einen übergroßen Zuspruch und ich halte es für sinnvoll, dass mit Mario Kunasek ein junger Kandidat als Spitzenkandidat ins Rennen geht. Mario Kunasek ist ein Mann, mit dem ich 10 Jahre zusammenarbeite. Er ist 10 Jahre mein Landesparteisekretär, genießt mein volles Vertrauen und hat federführend viele Dinge auf den Weg gebracht in der FPÖ Steiermark. Und er wird perfekt ergänzt durch einen obersteirischen Landtagsabgeordneten, der auch jetzt Clubobmann geworden ist, den Hannes Amesbauer. Der ist 33 Jahre alt. Also bei uns funktioniert der Generationenwechsel. Vielen Dank fürs Interview. Ich danke Ihnen. Weiter geht's nach Fernitz, südlich von Graz. Dort wartet schon Nationalratsabgeordneter und zukünftiger Spitzenkandidat der FPÖ Steiermark auf uns. Mario Kunasek hat als Landesparteisekretär in den letzten Jahren federführend an den Kampagnen und der politischen Ausrichtung der FPÖ Steiermark mitgearbeitet. Sie werden als nächster Spitzenkandidat gehandelt. Welche Themen werden für die kommenden Wahlen eine ganz besondere Rolle spielen und was sind Ihre persönlichen Ziele für die Steiermark? Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir als FPÖ Steiermark den eingeschlagenen Weg wirklich fortsetzen. Das heißt, unsere Themen weiter behandeln, das Kernthema Sicherheit, das Kernthema Ausländerproblematik in Graz, aber auch in der Obersteiermark. Aber ich habe schon gesagt, wichtig ist auch wieder die Demokratie herzustellen. Das heißt, die Bürger haben von der Drüberfahrerpolitik die Schnauze auf gut steirisch voll. Sie wollen wieder ernst genommen werden und vor allen Dingen, sie wollen auch, dass ihnen Menschen zuhören. Das fehlt im Moment. Und ich glaube, wenn wir hier uns an diesem Weg auch halten, diesen Kurs auch halten, dann haben wir die Möglichkeit, das historisch beste Ergebnis der FPÖ in der Steiermark bei Landtagswahl nächstes Jahr einzufahren. Sie sind ja auch Nationalratsabgeordneter, Wehrsprecher und Vorsitzender des Landesverteidigungsausschusses. Und gerade in Zeiten des Sparkurses beim Bundesheer kämpfen Sie auch dort an vorderster Front. Was ist Ihre Motivation? Ich glaube, dass für uns Freiheitliche von Beginn an klar war, dass wir für ein sicheres Österreich, für ein neutrales Österreich und für ein starkes Bundesheer einstehen. Wir haben auch in der Wehrpflichtdiskussion ganz klar gesagt, ja zur Wehrpflicht, nein zu einem Berufsheer. Und für mich als Unteroffizier des Bundesheeres, der ja auch tagtäglich bei der Truppe ist, ist es ganz besonders wichtig, diese Signale auch dorthin zu tragen. Und die Motivation nehme ich auch wieder von der Truppe mit, nämlich wenn ich höre, dass unser Weg der richtige ist. Vielen Dank fürs Interview. Herzlichen Dank. Mario Kunasek nimmt uns noch mit zur Blauen Party in Gössendorf. Dieses gemütliche Zusammentreffen ist nicht nur von ihm organisiert. Er steht auch persönlich hinter dem Grill und versorgt seine Gäste mit schmackhaften Würstchen und Koteletts. Wir fühlen uns sehr aufgehoben bei ihm. Er hat wirklich ein Herz für uns und ein Ohr für jedes Bewegchen, kann man sagen. Und wir sind sehr zufrieden. Für ihn ist dieses Fest die perfekte Möglichkeit, um sich mit den Menschen bei ausgelassener Stimmung zu unterhalten und mehr über ihre Anliegen zu erfahren. Sie machen nicht nur politisch, sondern sie machen auch Veranstaltungen, wo die Leute sich treffen können, wo sie zusammen diskutieren können, die Probleme brauchen sie zu für die kleinen Leute und das finde ich, glaube ich, sehr wichtig. Wir haben da eine super Stimmung und obwohl das Wetter am Anfang nicht so mitgespielt hat, sind doch viele Leute gekommen und wir feiern gemeinsam für einen guten Zweck. Ich bin einfach froh, dass ich hier mit meinen freiheitlichen Kollegen und Freunden einfach feiern kann.
Das war's schon wieder. Der Tag in der Steiermark ist wie im Flug vergangen. Nächste Woche sehen Sie eine neue Folge von FPÖ TV auf Sommertour. Dann mit meiner Kollegin Marlies Gasser in Vorarlberg. Für mich persönlich war das die letzte Station in diesem Sommer. Daher lasse ich den Abend auch noch gemütlich ausklingen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und verabschiede mich. Alles Gute!